Empfang zuständig und mache auch die Presse mit. Natürlich auch Plurio einpflege. Mhm. Wie arbeiten Sie mit Plurinet? Welche technische Lösungen nutzen Sie? Also es gibt ja verschiedene Arten, jetzt die manuelle Einpflege oder über Schnittstelle. Nein, manuelle Einpflege, also mit Anmelden und so weiter halt von Anfang mit weitergeben. Also ja, das sind Konzerte, Lesungen, es sind verschiedene Veranstaltungen. Seit wann arbeiten Sie mit der Plattform von Plurionet? So circa 2 Jahre, denke ich schon, ja. Wird wohl so 1,5, 2 Jahre, denke ich, ja. Mhm. Dann wird das alles eingepflegt, mhm, und wenn dann halt Presseberichte dazu kommen, wird das aktualisiert. Mhm.